Riesen Aufriss gemacht. Aber gemacht hast du nichts weiter. Du musst es nur im Inventar haben und während er dich aussaugt. Ja. Wenn nicht. Oh. Du musst ein bisschen die Augen zukneifen, weil es echt ein ekliges Vieh ist. Ja, ich hab's schon gehört. Hallo. Herzlich willkommen zurück. Mark Genesis mit den Vieren aus dem Sumpf. Smitty, Warde, Fjolnir. Moin. Hallo. Mit dem Fjolnir. Dann kuscheln, dann geht's los. Was kuscheln? Kuscheln. Muss mal heilen, ist ganz wichtig. Hm? Ja. Ich kuschel nicht genug, Moment. Komm. Das ging relativ zügig. Hallo. Oder war das immer schon so zügig? Hallo, was hast du denn, wen hast du hier? Willst du Bufo? Dann mach. Ja, so ein Kumpel, ich dachte erst so, oh, guck mal, sieh mal an, hier gibt's auch das schwarze Zeug. Obsidian, aber nee. Achso. Sitzt ein kleiner Frosch rum? Ja. Wo ist denn dein Freund? Mein Freund sitzt bei diesem großen Baum direkt vor mir. Ja. Der einen Ast senkrecht nach oben. Ja. Wenn man den ganz nach oben, bis ganz ans untere Ende geht. Ja, da. Da ist ein 145er Blutjägerweibchen. Ah, ja, ich sehe es. Iguanodon sehe ich, ein 20er. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich da jetzt in die Nähe? Also ich könnte dich reiterisch mit dem Vogel dahin schleppen. Aber die Frage ist, wen ergreift. Weil ich kann es kurz zeigen, wir haben ja uns komplett ausgelutscht. Ich würde dich auch hier oben links auf dieses Plateau bringen und du läufst dann bis nach vorne hin. Da sollte er dich eigentlich schon wegkrapschen. Das hätte ich jetzt auch fast schon gesagt, ja. Danach können wir uns rüber teleportieren zu dir drüben. Dann können wir besser gucken, wie er ausgesaugt wird. Stell dich mal vor mich, dann muss ich keinen großen Bogen fliegen. Ja. Das ist alles dabei, ja? Soll ich mich jetzt schon einschmieren? Ja. Achtung, hält noch lange. Hält ja lange noch. So. Oh, der Back. Oh, der Back. Kriegst du mich hier oder bin ich zu nah am Kristall? Nein. So, ich würde dich hier absetzen. Ja, ich sehe nur dich. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt läufst du das einfach ganz bis nach vorne. Nicht das vorne. Ach, da ist der Baum. Okay. Nee, der Baum ist rechts von dir. Ja, von uns aus gesehen, ja. Er hat sich gerade was geholt. Ich weiß nicht was, aber er hat sich was geholt. Der Bloodstalk hat sich was geholt. Ja. Ja, nicht mehr. Werkstellig. Aber hier sind nur Bäume, ey. Ich kann gar nicht nach oben gucken. Das ist echt Mist. Der Blatt. Ja, der Gift ist. Ein Dillo hatte ich. Dillo ist da bei dir. Nein. Ein Dillo. Wow. Ja, du bist schon ziemlich nah dran. Der ist eigentlich drüben auf der anderen Seite am Baum. Eigentlich müsste er dich holen. Gehen wieder nicht mehr. 135 muss das Drecksvieh auch sein. Leicht den Berg hochgelaufen, also den Dings. Du musst, wenn du ganz nah ranzoomst, siehst du die Beine. Da, wo du stehst, genau. Da müsst du dich eigentlich wegholen. Ja, das ist schon ziemlich nah dran, oder? Ich meine, eigentlich hatten jeden Liga... ich sehe nicht so. Du hast keine Ghillie-Rüstung an oder sowas, ne? Ne, ich habe normale Flak an. Ist das wohl was, wenn du mal auf ihn schießt, vielleicht? Nee, dann fallen sie runter, glaube ich. Oh. Hopp's mal ein bisschen. Mach mal aufmerksam. Er hat ja gerade wahrscheinlich das Iguanodon verputzt, ne? Das hat er wegverputzt, ja, das ist weg. Ist halt blöde, wenn mehrere auf einem Haufen sitzen und dann zieht dich so ein 20er oder sowas. Das ist blöd. Eigentlich? Scheint mir. Was ist denn hier? Da unten ist noch das tote Iguanodon, schwebt da noch in der Luft. Ja, das schwebt da unten rum, ja. Tatsache. Alter. Sieht auch cool aus. Ja, ich weiß nicht so genau. Oder kannst du da, hast du Kletterhaken dabei? Ich meine, los. Enterhaken? Genau. Und dann macht er mal ein bisschen rüberschwingen. Wenn du dich ganz in der Nähe schwingst, ja. Ja, müsste er dich eigentlich weglecken.
Ich hätte jetzt gedacht, er leckt mich hier schon weg, aber anscheinend hat er keinen Bock. Sollte er rein theoretisch, also die Reichweite müsste er ja locker haben für dich. Ja. Ist davon ganz unten noch wahrscheinlich schon fast gefährdet. Guck mal, ob ich da drüben an den Felsen komme. Oder machst du gleich einen Baum neben ihn, 3-5 Meter. Wenn du da dich rüberhangelst, müsst ihr die auf dem Weg wahrscheinlich schon wegholen. Hier diese so oberhalb von uns ist hier so diese riesige Plattform, so die Erde, die eben hochgeschleppt hat. Alter, ich bin jetzt direkt unter ihm, hallo? Gut wie, aber... Jetzt hat er mich. Jetzt. Naja, direkt unter dir war er das schon nicht, aber... Cool. Dann viel Spaß, lass dich mal einsammeln von ihm. Jo, greife an und zu kämpfen und zu entkommen, ich will ja nicht. Nee, musst du nicht. Da bist du. Oh, ich geht. Fertig aus. Dem, da sieht man sogar Fortschritt. 11, 23, 28. Alter, ist das eklig. 57, 60, 75, 81, 86. 98. Jawohl! Ja? Bring ihn erstmal nach Hause und wir holen ihn genau und dann testen wir aus. Porte dich nach Hause. Porte dich nach Hause, kannst du absteigen, da ist er sicher. Hier links ist gleich noch einer. Welches Level hat der denn? Nee, sorry, das bist du. Das ist ja nicht mehr ernst. Was denn? Wie widerlich dieses Vieh ist. Genau, neuer Favorit, ja? Oh. Weg ist er. Abgestürzt? Nee. Achso, wegteleportiert. Okay. Fallschaden sollen sie nicht kriegen. Weggeschwungen. Achso, weggeschwungen. Teleportier dich lieber. Oh, was macht er? Eben deswegen. Oh. Dass er noch kaputt spielst. Sagen. Bevor wir ihn überhaupt alle gesehen haben, aus der Nähe. Oh, ich habe noch einen gefunden. Wo? Am großen, an dem Baum hier, wo der Glitch vor ist. Ja. Wenn du der Liane folgst, dann so rechts unter diesem, wo dieser Stein drauf ist. Bisschen weiter hinten. Aber ist zu weit weg, um zu sehen, welches Level es ist. Da 50. Naja, gut. Haben wir die Chance haben, etwas größeren zu kriegen, weil ich nicht abgeneigt. Männchen 50. Scheiße, ich kann. Ach ja, na, jetzt hab ich ihn auch. Ich bin mit der Steuerung nicht so gut klar. Kannst du dich denn teleportieren? Porte dich mal weg, bitte. Ja, ich porte mich weg. Wenn du kaputt gespielt hast, dann kannst du... Zu euch. Nicht zu einem zu uns, von euch. Nach Hause. Achso, eine Base. Hier du da ab und kommst wieder her. Ein Engsonstier, wenn du hier teleportierst. Dann fliege ich nochmal eine Runde und guck mal, ob ich... Oh, da hat was auch einer. Da sind einmal die... so weit. Ja. Durch. Wo kamen die denn gerade her? Von entweder von links oder von rechts? Ich kann es nicht sagen, wo sie herkommen. Ich hab nur die Strahlen darüber geschossen. Ich würde von links sagen, weil da das Erhöhte war. Oh. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, glaube ich. Wie zur Hölle? Ah. Okay. Gut, ich bin zu Hause, dann komme ich nochmal ohne was zu euch, ne? Ja. Kannst du mir kommen? Ich lasse ihn jetzt einfach mal hier stehen. Du musst Blut mitbringen. Bringst du mit, ne? Ja, klar. Ich habe ja alles noch. Wie viel hast du gekostet? Fast nix. Das ist gut, Fat. Ja. Echt zügig, ja. Ja, dazu muss man auch sagen, wir haben 10-fache Zähmgeschwindigkeit. Also ich habe hier oben noch ein 100er Männchen. Stimmt. Das würde auch schon mal gehen. Ja, besser als schon mal gar nicht. Ich hoffe, dem passiert hier nichts. 60er. Aber vielleicht auch noch ein Weibchen, dann können wir mal gucken, ob sie sich paaren. Du hast doch ein Weibchen, oder? Achso, das war ein Weibchen? Ich habe ein Weibchen, ja. Ja, okay. Also ich komme jetzt. Zu wem kann ich? Zu mir. Ich bin mir im Moment ein bisschen. Ich muss erstmal ein bisschen raus hier. Ich habe den Schiss, dass du mich gleich hier vom Vogel holst. Ja. Oh, wer ist denn da? Geil. Hab mir zwar noch nicht richtig angeguckt, das machen wir gleich nochmal in Ruhe. Ja, natürlich. Dann gib mir mal das Blut. Gib mir dein Blut. Ja, schmeiß Wie viel hat's denn nun gebraucht? 20, glaube ich. Nicht mal. Oh Gott.
Ehrling, wir haben hier fast 700 uns rausgesaut. Dann gib mir auch mal ein 100er, nicht, dass ich aus Versehen mal irgendwas... Hier, 200 schon mal. Danke, 180, aber es reicht. Ja, ja. Ja, 100. Warte, dann hole ich... Dann komme ich auch, wenn ich eine hier runter... Hier, 200. Hä? Ist das weggebackt? Ja. Scheiße. Ich habe aber... Ich habe 99, das reicht ja. Boah, ist ein 100er Stack weggebackt. Das ist in Ordnung. Ich glaube, ja, vielleicht auch besser mit den besser mit den Schweinen arbeiten, ne, mit dem Inventar vielleicht. Ja. Wo bist du denn für ein Jahr? Ich flatter hier so vor mich hin. Achso, ich denke, du wolltest auch was? Ja, dann kannst du dich zu uns teleportieren. Komm gleich mal, ich warte mal zu euch. Ich scoute noch ein bisschen. Achso. Am besten zu mir, ich sitze gut. Wisst ihr schon, wo noch einer ist? Ein 100er hätten wir noch im Visier. Ich hatte noch ein 100er. Ja, immerhin. Dann schmeiß ihn doch mal in den Vogel rein. Ja. Genau. So. 99, das reicht, ne? Ja, klar. Bin für den 145er und 20 Reiter einen riesen Aufriss gemacht. Aber gemacht hast du nichts weiter. Du musst es nur im Inventar haben und während er dich aussaugt. Ja. Wenn nicht. Du musst ein bisschen die Augen zukneifen, weil das echt ein ekliges Vieh ist. Ja, ich hab's schon gehört. Gut, der ist 100er Männchen oder was? Ja, ein 100er Männchen. Kann man dich irgendwo beobachten? Ich muss sagen, du musst hinterher kommen. Ich teleportiere mich in die Nähe, wenn mich der. Ach so. Wenn er mich, nee, oder lande da, ich komme dann hin zu dir. Wenn das geht. Wenn nicht, kannst du mitkommen beim Teleportieren gleich. Weil richtig beobachten konnte ich dich auch nicht, weil du warst so weit weg. Aber. Ach so, okay, ja, gut. Ja, der hat ziemlich... Zum Beobachten setzt du dich vielleicht am besten auf den Vogel, dann kannst du ziemlich in die Nähe. Also ich konnte das ganz gut sehen, wie du da... Okay. Ja, ich habe nur den Blutsauger halt beobachtet und dabei dann gesehen, die Zähnen. Zähnen? Brauchst du noch was oder hast du alles? Ich habe noch Enterhaken und Feldschirme, hätte ich noch. Ich hätte alles am Start, wenn ich eine positive Rückmeldung für dich, für den Aufbruch kriege. Ah ja. Nicht ganz so einfach, sich hier zurechtzufinden. Kann man zu sagen, wir können porten zu dich, ne, weißt du ja. Hier so eine Menge lustige Plätze. Warte, da sitzt einer. Das ist das 100er Männchen. Ja, gut, das wäre ja schon. Jetzt hier mal auf den Baum, Stamm oder Plattform oder was das hier ist. Ah, da oben ist er dich, ja. Echt? Da ganz oben. Ja, ich habe ihn gerade landen sehen. Da oben auch. Ah, hier ist ein 50er noch unter dieser großen Plattform hier direkt über uns. Jupp. So, jetzt könnt ihr zu mir kommen. Okay, dann lass mal ein Stück nach hinten. Alle? Wolltest du in Mitte weiter? Könnt alle kommen, warum nicht? Ja, wenn da Platz ist. Du hast doch auch noch Blut dabei, oder? Flug? Ja, ja. Ja, ja. Wir haben alle Blut. Wenn man gezogen wird. Alle greifen zum Teleporter. Ja, mach. Wer macht? Mal. Ich mache. Okay. Ich hab noch ein bisschen Spaß mit meiner Wuchtbombe. Ich hab's gesehen, wie du tanzt. So, er müsste irgendwo vor mir an einem Ast sitzen. Etwas in Entfernung blendet. Besser ist wahrscheinlich. Ah, direkt vor uns, an dem Ast. Ah, da vorne, ja, ich seh ihn. Da hat er mich auch schon. Zack, schon hat er dich. Gut, Jäger. ...18, 25, ja. 31, 37. Ja, so eklig ist das Vieh jetzt auch nicht. Okay, dann haben wir eine andere Ekligkeitsstufe. 80. 90. Fertig. Sehr gut. Ups. Sehr schön. Ich will dich gleich nach Hause teleportieren. Kommen wir mit den Viechern nach. Ja, mach ich mal. Ich bin wie voll abgestürzt nach unten. Ja. Fallschaden kriegen die wohl nicht? Nee, ich weiß es nicht. Nee, nicht wirklich. Noch ein 95er Männchen sitzt hier noch. Ich glaube, das reicht erstmal. Wir gucken, was er uns mal genauer an jetzt. Ne? Ja. Vielleicht mal gucken mit ein paar Haaren und dann können wir immer noch. Na gut. Blut haben wir ja genug. Blut genug. Okay, ihr wolltet mir grün angezeigt. Unsere Tiere werden mir auch grün angezeigt hier drauf. Alles andere rot, ne? Mhm. Alles andere rot, ja. Auf nach Hause!
Ne, die Biber werden weiß angezeigt, warum auch immer. Schmecken nicht. Vielleicht weil sie neutral sind eigentlich? Alter. Achso, das kann sein. Ja. Keine Ahnung, okay, Blut erstmal wieder in den Kühlschrank. Boah, da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Ist genau dein Lieblingstier jetzt, oder? Nee. Nicht für eine Mark, hätte auch mal gesagt. Die Steuerung ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da. So, okay, Insektenschutzmittel auch gleich mal wieder rein. Ja, alles rein. Und wie geil man da drin hängt, hä? Wie in so einem wie heißt die Wingsuit? Ja, ja. Erstmal wieder was Pelziges angezogen. Boah, ey. Ich nehme mal einen Ferox. So, warte mal, wie kannst du irgendwie. Krieg das nicht auf der Reihe hier. Ich hab's auch noch nicht so ganz. Ich weiß, du kannst springen und du kannst irgendwie einen Doppelsprung machen. Oh, Alter. Wie hast du das gemacht? Drückt gehalten. Alter. Hab ich dran jetzt? Ja. Spider-Man. Ach, du hast. Oh, jetzt häng ich hier wie auf der Wäscheleine. Aber wie lässt du denn wieder los, ist die Frage. Ich glaub, Steuerung. Leertaste? Ah, ja. Oh, jetzt bin ich auch noch abgestiegen hier. Alter! Spider-Man! Alter! Kommst du ja gar nicht hinterher bei dir, ey! Ja, also, leider Gottes weiß ich nicht, was ich hier tue. Ich bin zwar jetzt hier oben angekommen, aber ich weiß nicht wie. Wo denn? Ah! So, komm mal hierher, ich will mir das Thema aus der Nähe anschauen. Ich wollte gerade sagen, nicht wo. Achso, ja, Entschuldigung. Ja. Wenn ich jemals wieder von dieser Felswand loskomme, dann komme ich. Ach ja, da hängst du so runter, okay. Aha. Komm, schwimm nicht kaputt. Ja. Ich will mal so ein Tierchen, da ist ein Megaloceros, den hole ich mir jetzt. Genau, kannst du den auch so ansaugen? Den kann ich auch so ansaugen. Das Gute ist, da kann mir jetzt noch nicht weglaufen. Das heißt, so könnten wir auch Tiere zähmen ohne Problem, weil die laufen ja nicht weg. Ach so. Guck, ja, da ziehen wir mit nach hinten. Ich bringe mal mit zur Base, den alten. Warum lässt er nicht los? Cool. Lässt nicht los, jetzt lässt er los. Ja, das ist irgendwie manchmal schwierig. Ich keine Ahnung. Muss ich nochmal eine Stunde dran rumüben, glaube ich. Ja, auf jeden Fall Eingewöhnungszeit. Ja. Aber du bist da jetzt mit deinem Seil jetzt noch da hinten irgendwo, ne? Ja. Wie das aussieht. Also bei uns sieht es so aus, als würde das Seil. Aber der Biber zeigt da bei mir auch so rot. Jetzt habe ich einen. Jetzt kann ich ihn aussaugen. Oh ja. Mahlzeit. Oh, naja, viel Schaden macht er ja nicht, ne? Naja, gut, aber das. Ich weiß nicht, ob das Tier groß was machen kann. Also nee, das kann ja nicht werden, ne? Weiß ich nicht. Wenn du jetzt einen Bären da hättest. Ja. Oder ein X-Rino. Alter. Bau mal. Ja, cool aussehen tut's. Kannst du mich eigentlich auch anvisieren oder so? Du bist grün, nein, das geht nicht. Ach so, nur rote wenn und wir jetzt, weiße. Wenn wir jetzt Schaden hätten untereinander, dann wird's wahrscheinlich funktionieren. Ja. Jetzt ist der Biber auch rot, ja, den könnte ich jetzt auch hier anvisieren. Könnte sogar wahrscheinlich von hier herziehen sogar. Aber den wollen wir ja noch selber. Ne? Ja, den wollen wir noch mal zähmen vielleicht. Was ist denn eine gute? Ja. 150 Ampere. Bär. Wie Bär? Oh mein, Bär. Ich steck in einem Rhino drin. Oh, der Fjolnir wieder. Oh, der Fjolnir wieder, falls bei dir so gut geklappt hat. Ups. War fast aus, als wärst du unter der Schneedecke, Alter. Das so. Ist doch ganz einfach. Komm mal her. Unter der Eisdecke, Mann. Los geht's. Ja. Aber das mit dem Loslassen klappt bei mir nicht so richtig. So, dass man so richtig schwingen könnte, weißt du? Das zwischendurch habe ich es noch hingekriegt, aber es ist echt nicht so einfach. Ja. Kann jetzt nicht loslassen. Weißt du nicht wie? Dann ging mir vorhin auch so, da hing ich da.
Alter. Ah, der war nicht schlecht, Mana. Ist wie eine Zwille. Um Smitty ja, eben. Alter, ist das Ding fix. Achtet bitte drauf, dass ihr nicht euer Umnikular nicht ausgerüstet habt. Das bringt wieder alles durcheinander. Ach so, ja, ah, klar. Wie immer. Was willst du zur Base rein, oder was? Das wird knapp. Ich muss mein Blut mal wieder kalt legen. So. Hast du schon Eier, Leute? Nee. Was habe ich? Eier oben? Agentavis? Nee. Nee, stimmt. Was soll ich machen? Wo sonst? Aber jetzt lässt es auch nicht los, ich weiß es nicht. Weibchen habe ich schon umgestellt. Was denn? Gehen wir mal mit dem Ding hier weg. mit dem Fernrohr drauf. Ich komme nicht los. Jetzt, ja, kein. Ah, nee, es hat das schon wieder. Du störst unser Agentavis-Pärchen. Beim, ja, ich bin da schon. Beim Kuscheln. Beim Knüdeln. So, das ist. Ja, ihr kleines Weibchen, wir brauchen die Eier für Kibbel. Und so normal springen? Wie springt der normal? Nicht sehr hoch, ne? Einfach nur so ein Hopser, glaube ich. Ja. Du kannst einen Doppelsprung eigentlich machen. Ach so. Ne, du kannst die Space-Taste gedrückt halten. Das ist dann ein bisschen höher, ja. Mach mal. Wie warst du, wie hast du gemacht? Was nicht sehen. Alter! Achso, gedrückt halten und dann loslassen. Ja, gedrückt halten und dann loslassen. Oh. Cool. So, ich will aber nochmal so einen Affenmenschen hier reinholen. Was? Ja, warte ich auch. Wieso denn das? Einfach so. Hast du ihn? Nee, du hast ihn. Achso, ob der euch jetzt verprügelt? Ja, ich zieh ihn jetzt. Achso, du hast ihn, okay. Oh, der macht nichts. Nee, wenn die da drin hängen, war's das. Okay, das ist natürlich ganz cool. Macht nicht so viel Schaden, aber ist halt auch safe, ne, eigentlich? Passiert doch nichts. Das sieht ja gut aus. Also sieht jetzt nicht so aus. Könnte auch sein, dass er... Müsstest du mal gucken, ob das mit dem Mammut auch noch geht. Oder ob der schon zu schwer ist, den hochzuheben, sozusagen. Kann ich den noch abbauen? Achso, ja, nee. Doch, mit C. C? Das ist also eine Angriffstaste, sondern eine normale. Ohne, dass du ihn ranziehst. Ah ja. So. Okay, kommen wir erstmal zurück und dann haben wir genug rumgespielt hier. Ja, ich mache erstmal den Anki hier. Okay, der wird sich auch nicht. Lässt sich in aller Seelenruhe arbeiten. Ja. Das sind echt mal glubschige Tiere, die sie da... ausgedacht haben. Ja, das ist vom Design her schon nicht schlecht. Für mich eine Spur zu eklig. Ich weiß, ich hab's schon mal erwähnt. Ach, der alte Blutsauger, der Blutjäger hier. Kriegst du heute Nacht wieder Albträume? Ja. Obwohl er erstmal zwei Disney-Filme reinzieht, um das gleich. Guck mal, wie putzig. Ein paar Folgen Bob Ross gucken. Das ist schön gekackt. Na gut. Das ist der, ja gut, das war der kleinere. Ich wollte mal war noch der den, kleinere. Ich hab schon drei Level gucken. Vergeben halt, ne? Was brauchen die so? Ausdauer besser oder? Also Ausdauer habe ich jetzt kein Problem mit gehabt. Ich habe jetzt Leben genommen und Nahkampfschaden halt, ne? Dass du damit noch ein bisschen was machen kannst. Was haben die für ein Gewicht so? Ich wollte auch nochmal den anderen reingucken. 500 da jetzt, der kleine. Das ist auch gut. Ja. Wobei, eins wollte ich noch ausprobieren. Ja, 3000 Leben. Geht, ne? 2 Ausdauer. Ich denke aber, du musst Leben und Dings ausmachen, ne? 530 Gewicht und 263 Nahkampfschaden. Kannst du eine Waffe nehmen, wenn du dranhängst? Ja. Ja? Ja. Echt? Baum klettern und dann kannst du nicht ballern. Ja, eben. Stimmt. Ich glaube, im Frontdingens, ja. Ging das eigentlich? Ey, die stellen sich auch so auf dann, ne? Extra. Also der steht jetzt hier ganz komisch. Ja, stimmt, der steht. Ja. Ja.
Komm mal kurz zu dir. Alter, ihh! Dreh dich mal und guck ihn dann an. Ja, siehst du? Das ist echt wie so ein Fliege. Ja. Oder was auch immer. Ich weiß nur nicht, wie du unter Wasser jetzt kommst. Ich wollte das mal ausprobieren, wenn du hier drauf stehst, aber das, Naja, hier würde ich es vielleicht nicht unbedingt ausprobieren, dann kommst du dann nie wieder hoch. Ja, das stimmt wohl. Stimmt. Guck mal, wie cool, ey. Ja. Oh, Allrounder, kannst du immer dabei haben. Wenn du mal was schießen musst, zähmen musst, zack, stellst du dich mal schnell cool, hin. Cool, ey. Ja, ne? Guck mal. Macht der das automatisch, wenn du irgendwie eine Waffe in der Hand hast, oder was? Nee. Ja, Gewehrenvorhalte, ja. Guck ah ja, okay. Gewehrenvorhalte. Ja, kannst ja nochmal ausprobieren, wenn du möchtest. Alter, wie ein Alien, ey. Vor allem, du hast 360 Grad damit, ne? Ja. Ach ja. Überall hinschießen. Gut, solltest du mir jetzt nicht vielleicht ins Gesicht schießen, aber... ja, vielleicht nicht unbedingt. Nee, 360 Grad, hä? Dann kannst du dich umdrehen. Ja, du kannst dich umdrehen, kannst in alle Richtungen schießen. Während er dich hält. Also mit ihm selber dann, oder was? Nee, wenn du dich so umdrehst. Nee, geht bei mir nicht. Nur mit Maus. Geht bei mir nicht. So, was hast du denn an? Schrote. Mit der Flinte ging's, muss ich sagen. Da ging auch. Ich könnte jetzt, wenn ich gezielt zwischen ihm durchschieße, könnte ich dich jetzt da runterschießen, obwohl er in eine andere Richtung guckt. Ja, nach rechts kann ich auch, aber ich kann nicht komplett nach hinten gucken. Ich gucke komplett nach hinten. Ach so, hast du die Flinte dabei oder eine Armbrust? Vielleicht ist das damit was anderes als mit der Schrote. Ne, ich habe jetzt die Flinte angelegt. Ach so. Aber ich kann nur 90 Grad. Ich habe jetzt sogar ein Schwert in der Hand und könnte damit. Ich bin nur aufgerichtet, ja klar. Ja. Ne, das geht nicht. Sehr merkwürdig. Vielleicht habe ich einen steifen Nacken, kann auch sein. Und jetzt wisst ihr, warum er Bloodstalker heißt, ne? Weil da kann er hier rumstalken. Stalken, ja, tatsächlich. Der alte Stalker. Ja, die Steuerung, das mit dem Springen, muss man echt mal ein bisschen perfektionieren. Fallschaden ist 0-0, ne? Ja. Ich glaube, ich werde gleich verhungern. Aber ist egal. Naja. Wir sind ja zu Hause. Okay, wer will nochmal weiterspielen? Ich glaube, erstmal genug gespielt. Ich muss erstmal was essen. Ich habe Hunger hier. Mark nur. Die Steuerung mit dem Schießen und so, Alter, das ist echt gewöhnungsbedürftig. Ja. Ja, da muss man sich echt ein bisschen einfuchsen. Aber dann ist das glaube ich, echt ein ja. krankes Allround-Viech. Ja, das stimmt. Ist schon Klettern ohne Ende. Wenn du damit geil. Echt ihn vielleicht einen guten züchten kannst, denn wenn er was Gutes kriegst, der dann auch gute Werte hat, dann das Ding ja, brauchst du nichts anderes mehr hier. Nö, der saugt dir alles ran. Was hätten wir mal am Anfang gebraucht? Ja. Na gut, Ferox haben wir, Blutjäger haben wir. Können noch die anderen beiden? Drei? Ja, Riesenschildkröte wird noch einen Moment dauern und so ein. und die anderen noch ein Momentchen mehr. Ich glaube auch. Den gibt's so erst zum Schluss. Ich weiß gar nicht, wie heißt der? Magma Sauer? Ja, Magma Sauer. Ja nicht sehen, da musst du Eier klauen, glaube ich gehört. Und was den anderen halt noch, den, wo ich den Namen gar nicht weiß. Bis wir den Fjöln hier da reinschicken können? Richtig zum Eierklauen, das ist ja sein Job, wie er ja weiß. Das wird noch ein bisschen dauern. Hab ich ja versprochen. hat er versprochen. Jetzt gerade hat er es, ja. Okay. Gut, das war ja schon mal recht erfolgreich. Dann machen wir jetzt mal Schluss, würde ich sagen. Ich lasse einen Daumen für den Stalker da. Auf jeden Fall. Und dann, freuen wir uns aufs nächste Mal. So sieht's aus. Gut. Bis denn, macht's gut. Ciao. Tschüss.